Grüezi und herzlich willkommen da in der katholischen Kirche in Worb. St. Martin heißt sie. Ich bin der Peter Slatkovic, bin da der katholische Seelsorger und Gemeindeleiter. Herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen, was im Moment da in der speziellen Corona-Zeit, was da in der Kirche noch geht. Herzlich willkommen. Bevor man in die Kirche kommt, ist man hier im Kreuzgang. Der Kreuzgang, das sind die 14 Stationen vom Leiden und Sterben Jesu. Und das erinnert uns an Karfreitag, an das Sterben von Jesus, an sein Leiden. Gleichzeitig bedeutet das von der Architektur her, wenn man in die Kirche reinkommt, dass man als erstes mit dem Leiden, mit dem Tod konfrontiert wird. Bevor man in die Kirche kommt, ist erst Karfreitag. Die Tür ist zwar offen zu unserer Kirche, aber Sie sehen, es ist alles abgesagt. Alle Veranstaltungen, die wir miteinander würden hier durchführen, was wir feiern würden, all das ist abgesagt zum Schutz zugunsten der Schwächeren. Nach der Fastenzeit sind zwar die Blumen wieder da, man kann in die Kirche hineinkommen, sie ist offen zum Gebet, zur Stille, zur Meditation. Die Osterkerze steht zwar da, man hat ja Ostern gefeiert vom Datum her, in der Kirche selber haben wir es nicht gefeiert. Wir haben die Osterkerze aufgestellt, aber sie hat noch nicht brennt. Sie wird erst brennen, wenn wir wieder miteinander hier den Gottesdienst feiern. Die Kirche ist leer, aber sie ist ein Ort von der Stille, vom Gebet, von der Meditation. Und jeden Tag kommen die Leute hierher und zünden das Kerzchen an. Sie schreiben ihre Sorgen, ihren Dank in das Büchlein und zünden das Kerzchen an. So auch ich. Das Kerzli für alle Menschen, die im Augenblick in der Corona-Zeit leiden, die sich Sorgen machen, ja, sogar vielleicht im Sterben liegen. Mich beeindruckt das, dass jeden Tag hier Menschen ankommen. Also heute sind schon ein paar Leute da gewesen. Es haben schon einige Kerzen brennt. Die Leute nutzen den Ort zum Gebet, zur Stille, zur Meditation. Die Kirche will ein Ort sein, wo wir ein bisschen mehr von dem können erahnen, begreifen, spüren, erfahren, was Gott ist und dass Gott mit uns ist in allem, was geschieht. Deswegen bietet mir hier auch so kleine Osterkerzen an, mit dem Sujet von der grossen Osterkerze. Und die Leute kommen hierher, nehmen die Kerzen mit heim und können so ein bisschen mehr nach Ostern feiern daheim. Im Augenblick, katholisch gesprochen, ist im Moment noch die Osteroktave. Wir feiern 8 Tage lang Ostern. Vom Ostersonntag bis
zum Weissen Sonntag. 8 Tage lang Ostern, weil das Geheimnis von Ostern so gross und so wunderbar ist. Eine frohe Botschaft für die Leute, die eben im Karfreitag sind. Und deshalb die Leute, die hier ankommen, in die Kirche, denen wünsche ich, so wie ich sie auch selber immer wieder erlebe, dass sie trotz allem Karfreitag etwas von Ostern könnt erleben. Dass sie das Licht, was sie hier vielleicht spüren, dass sie das dann auch daheim, im Alltag, in ihrem Leben und in ihrem Herzen spüren. Und so gehen die Leute wieder raus. Leider im Moment ohne Weihwasser, auch das ist im Augenblick verboten. Aber vielleicht mit der Osterkerze und gehen hier raus wieder. Durch den Kreuzgang durch, wieder in ihr eigenes Leben zurück. Jetzt, wo ich das Video aufnehme für Bernost, wo ich angefragt worden bin dafür, ist es wunderbares Wetter. Es ist Frühling, pur. Heute Morgen am Eckwald aber das frische Grün hat mich wieder berührt, als ob ich das zum ersten Mal erlebt hätte. Dabei habe ich es schon ganz oft erlebt. Es ist für mich ein bisschen Ostern in all der Not, die ich mitbekomme bei anderen Leuten. Und gleichzeitig ist es auch ein kleines österliches Ereignis in meinem Alltag, das mir Mut gibt, mit den Menschen hier weiterzugehen, als Pfarrer hier in St. Martin Worb. So wünsche ich allen Leuten, die das Video sehen, hier auf Bern Ost, in dem Sinne noch frohe Ostern, so wie wir Katholiken das eben eine Woche lang feiern. Alles Gute, frohe Ostern!